Die Finanzkrise hat uns allen gezeigt, wie teuer Finanzmärkte für uns alle werden können. In Amerika wurden nach der Krise härtere Regeln beschlossen als in Europa. Es ist absurd, dass jetzt die EU auf Amerika Druck ausübt, über TTIP Regulierungen in Frage zu stellen. Wir brauchen TTIP nicht und schon gar nicht brauchen wir die Finanzmärkte als Thema in TTIP. Regulatorischer Rat bedeutet, dass Gesetzesregelungen im Vorfeld hinter verschlossenen Türen von sogenannten Expertengremien beraten werden. Das nimmt uns das demokratische Recht, selbst unsere Qualitätsstandards zu setzen und zu bestimmen, was letztendlich auf unserem Teller landet. Wir haben in der EU jahrelang gekämpft um eine Chemikalienverordnung, die REACH-Verordnung. Und wir wollen diese weiterentwickeln. Und wir sehen nicht ein, dass wir diese aufs Spiel setzen bei den Verhandlungen mit den Amerikanern. Und eins muss man auch klar sagen, wir in Europa benutzen insgesamt 60 Chemikalien nicht in der Landwirtschaft, die in den USA benutzt werden dürfen. Und das ist überhaupt nicht akzeptabel. Die Kommission will ihr Investorenklagerecht reformieren. Aber was heißt reformieren? Die Kommission will nicht an dem Recht rütteln, das Investoren jetzt haben, um Regierungen, ganze Staaten und die gesamte Europäische Union zu verklagen. Diese Paralleljustiz für große Unternehmen wird nicht angetastet. Und deswegen lehnen wir nach wie vor ISDS ab. Kleinere Förmchen bringen uns da nicht weiter. Weil es bei TTIP eben nicht nur um Handelsregeln wie Zölle oder irgendwelche Handelshemmnisse geht, sondern um Grundrechte, um soziale Standards und um Gesundheitsstandards, brauchen wir demokratische Verfahren, transparente Verfahren. Und die kann man in den aktuellen Verhandlungen zu TTIP nicht erkennen. Warum sollte ein geheimes Handelsabkommen darüber entscheiden, wie wir mit öffentlichen Dienstleistungen wie Wasser, Gesundheit oder Bildung umgehen sollten? Es sollten nicht Verhandlungsteams von zwei Partnern sein, die darüber entscheiden, wie wir auf der lokalen oder regionalen Ebene diese öffentlichen Dienstleistungen organisieren. Ich denke, solche öffentlichen Dienstleistungen haben nichts in Handelsabkommen zu suchen. Manche großen Wirtschaftslobbys tun so, als hätte es für kleine und mittlere Unternehmen noch nie ein so gutes Angebot gegeben wie jetzt TTIP. Ich würde sagen, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch nicht wahr. Es ist nicht so, dass große multinationale Unternehmen und kleine und mittlere Unternehmen einfach dieselben Interessen haben. Lassen Sie sich noch nicht täuschen. Gucken Sie aufs Kleingedruckte.